So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Und diesmal gehen wir absichtlich als Walker rein. Denn wir werden heute mal die Anlage hier anschmeißen. Dazu gehen wir mal kurz zu meiner Hütte. Homronix. Und ich habe mir mal unser Inventar in der letzten Folge reingeschmissen. Der Kostok kommt erstmal nach unten hier. So, wie viel ist das eigentlich? 6, 24, 84. Ich habe keinen Bock mehr zu zählen. Also ein paar ist es auf jeden Fall. Ist der kann ich eigentlich so. Ah. Kann ich aber ganz schnell nicht zusammenrechnen. 6 plus 18 plus 60 plus 41 plus 19 plus 21 plus 5 plus 5 plus 3. Sind 178. Was ist das für eine krumme Zahl? Okay. Das heißt, wir hatten 178 von den Dingern. Das wird nämlich später entscheiden. Oh, was haben wir hier für einen Scheiß drinne? Eine Mese-Chest. Was ist das? So, Home. Denn in der Anlage ist ja bereits Stuff drinne, und zwar der von Walker selber. Mit dem Mikrofon hier, irgendwann mal so hier, so. Und da will ich einfach mal den Stuff von Ronix dazu klatschen. Nee, hier ist die Eingabekiste. Hier ist nämlich ganz viel. Was macht hier 08er Zeug drinne? Achso, sollte mir vielleicht doch mal Mail Walker. Wie viele waren es? 178? Irgendwie so. So, jetzt kann ich später nachgucken, wie viel es war. So, und zwar, wenn wir jetzt mal hier den Stuff erstmal rausnehmen. So, und stattdessen. So, machen. Und dann werden wir das Zeug nämlich hier einfach mal durchbrutzeln lassen. Das heißt, ich halte mal die Maschine ein. Bam. Und ab jetzt. Oh. Ja, wie gesagt, hier in der Pipeline ist schon überall was drin. Deswegen meine ich, das ist wichtig herauszufinden, weil es wird später in der Ausgabekiste wesentlich mehr rauskommen. Hier, das ist ja der Müll. Ausgabe Output. Genau. Bisher kam nämlich nur 0%iges Zeug raus. 3,3%iges ist ja noch nie rausgekommen aus der Anlage, weil sie halt noch nie lange genug lief. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Pipeline? Das müsste 3,4 sein. Genau, das heißt 3,3, 3,2, 3,3, 3,1, 3,0. Genau. 2,9, 2,8, 2,7. Oder müsste es da oben mit 2,6 weitergehen, soweit ich weiß. Verdammt. Verdammt. Nee. Geht's nicht. Verdammt. Ausgabe ist nach Rot. Wo geht denn Rot hin? Ach, Rot geht erstmal auf die Seite. Wieso kann ich das nicht anklicken? Ah. 1,7. Hä? Warum habe ich das nicht sortiert, sag mal? 0, also hier beginnt's. Hier habe ich 0,1. Da ist auch schon ein bisschen was drinne. Hier ist der 0,2. Hier geht es bis nach 0,8. So, dann geht es von 0,8 hier weiter. Ach so, hier oben geht es dann weiter. Ah, so hatte ich das damals gemacht. Ja, Kartoflugmodus.
Genau, 0,9 bis 1,7 und dann geht es hier hinten mit 1,8 weiter. Genau. Das heißt, hier hinten müsste dann 2,6 sein. Yep, und dann geht es unten weiter mit 2,7 bis nach 3,5. Genau. Aber 3,5 ist das überhaupt richtig? Braucht sie nicht 3,7? Ah ne, doch, 3,5 ist richtig. Ja, genau, passt es. Genau, die Logik ist quasi, dass es wird aus der Eingabekiste, das hier die Ausgabekiste, aus der Eingabekiste wird immer was rausgenommen, in Kreislauf geschickt und dann, also Kreislauf geht in die Richtung, also da geht es dann raus, sieht man ja schon in die Richtung. Und dann ist die Abfolge eigentlich super einfach. Du hast quasi ein Rohr, was hier durch alles immer wieder durchgeht. Also auch wenn du mehrere Rohre siehst, ist es quasi ein Rohr, was mehrere Kreise macht. Das heißt, dieses Rohr ist mit allem verbunden. Und die Logik ist nun so, dass das Rohr manchmal an den Ausgängen hier vorbeigeht und sich immer alles nimmt, was hier rauskommt. Also alles, was aus den Dingern hier rauskommt, geht immer wieder in den Hauptstrom. Und vom Hauptstrom geht es dann irgendwann hier lang. Also das hier ist auch der Hauptstrom. Und hier ist es dann so, dass aus dem Hauptstrom, also hier gar nichts, weil hier ist die Eingabe, also da wo es reinkommt, ist es dann immer so, dass aus dem Hauptstrom die Sachen rausgefischt werden. Hier der 0,1er, der für diesen Ofen bestimmt ist. Ja, das heißt, hier ist der Hauptstrom, geht hier lang. Der ganze große Rest geht nach da weiter. Das 0,1er geht hier aber raus in den. Hier wird es aufgespalten in 0,0er und 0,2er. Und die 0,0er und 0,2er gehen dann hier über diesen Pusher. Dann wieder zurück in den Hauptstrom. Gehen dann wieder hier lang. Das 0,0er landet dann irgendwann bei dem hier, wird hier rausgefischt. Und das 0,2er wird dann irgendwann bei dem hier rausgefischt. Ja? Hier ist dann ganze 0,2-Stuff drinne. Wird wieder aufgesplittet, 0,1, 0,3er. 0,1er wird dann wieder bei dem rausgefischt, 0,3er bei dem rausgefischt und so weiter und so fort. Und dieser Kreislauf läuft halt so lange, bis dann wieder alles zu 0,0er umgewandelt wurde oder 3,5er umgewandelt wurde. Und das landet dann beides hier in der Kiste. Deswegen wird hier sowohl 0,3,5er als auch 0,0er rausgefischt. Das ist so die Logik dahinter. Ich hoffe, es ist soweit logisch. Und wie die Dinger funktionieren, ist halt relativ simpel. Du hast halt hier immer diese Farbkodierungen. Und du stellst hier erstmal ein, was ist alles Ausgabe. Ja, das heißt, bei Blau kommt es rein. Deshalb ist Blau auch off geschalten, weil da halt nichts wieder raus soll. Bei Rot und Weiß sollen Sachen aber rauskommen. Deswegen sind die eingeschaltet. So, und jetzt ist es so. Sobald hier irgendwas drinne ist, wird nur noch das rausgefiltert. Das heißt, hier ist einmal 0,1er drinne. Das heißt, hier kommt nur 0,1er raus. Bei Rot ist nichts drinne, also kommt hier alles raus, außer das, was bereits hier irgendwo anders schon abgefischt wurde. Na, oder hier halt. Hier kommt 3,5er und 0,0er raus, weil das eine Ausgabe ist und die hier drinne sind. Deswegen kommen hier nur die raus. Und alles andere kommt halt hier raus, weil das eine Ausgabe ist und hier nichts drin steht. Deswegen ist das die Restausgabe. Und zurückgeschickt nach Rot wird aber nichts, weil Rot ist keine Ausgabe. Ist aus. So ist die Logik hinter diesen Dingern. Deswegen, also ist relativ logisch, relativ praktisch damit und sehr leicht, so schöne Anlagen zu rekonstruieren. Zu konstruieren. Naja. Und gesteuert wird das Ganze halt, also hauptsächlich steuern, tun das hier unten die Beschleuniger. Das kommt hier also raus. Nach rechts kann es nicht, weil der Pfeil es in die Richtung drücken würde. Deswegen geht es erst gar nicht nach rechts, sondern es geht direkt nach links. Wird dann direkt beschleunigt durch diese roten Pfeilen. Und das heißt, dieses Beschleunigen der Pfeile, das passiert halt immer automatisch. Die sind halt so.
Das Einzige, was manuell gemacht werden muss, ist, dass die irgendwas rausschicken. Und dafür ist halt hier dieses Mesocon da. Man sieht auch, die sind immer doppelt verbunden auf beiden Seiten. Das heißt, sobald Mesocon ein Signal gibt, werden immer gleich zwei Items rausgedrückt. Oder rausgeschoben oder rausgepresst oder was auch immer. Und dieses Mesesignal bekommen sie halt über diese Receiver. Also hier ist einer. Und für diese hintere Seite ist hier einer. Die sind dann immer, sind immer zwei. Einer für die untere Leitung, einer für die obere Leitung. Ja, also vier Receiver. Und das sind auch die Dinger, wo ich in der ersten Folge, glaube ich, meinte, die ich neu bauen musste, weil halt alle Funknetzwerke ja zerstört wurden. Und der Transmitter, der ist hier. Und der wird quasi über dieses Scheiß gesteuert. Das heißt, ich habe hier auch einen Transmitter. Dieser sendet aber nur an den hier. Das heißt, der und der gehören zusammen. Und er und die anderen vier gehören zusammen. Er sendet an ihn. Und er sendet an die anderen vier. Und jetzt ist es so, wenn du den hier einschaltest, wird hier halt eine 1 gesendet. Hier liegt also eine 1 an. Und die Blume schaltet immer 1 und 0 immer abwechselnd. Und dann hast du halt hier quasi einfach, dass das halt ein Endgatter ist. Und wenn beides an ist, wird hier eingeschaltet und die 1 wird gesendet an die ganzen Dingern. Wenn die Blume ausgeht, hast du 0 und 1, also Ausgabe 0, also wird nur 0 an die Dinger gesendet. Und das wechselt halt immer ab, wenn die Blume wechselt. Wenn du hier ausschaltest, hast du halt hier immer eine 0 und damit ist die Anlage komplett aus. Weil egal, was die Blume macht, dadurch, dass hier 1 und 0 sein kann, hier aber immer 0 ist, ist hier hinten auch immer eine 0. Das ist halt ein Endgatter. Hatte ich ja damals ein Video erklärt gehabt über Mesocon-Schaltungen. Hatte ich ja damals ein Video gemacht. Könnt euch das nochmal reinziehen, wenn ihr über diese Logikgatter nochmal ein bisschen mehr erfahren wollt. Aber das ist quasi die gesamte Magic hinter dieser Anlage hier. Und so ist das quasi hier das Rechenzentrum für die Anlage. Ja. Als würde jeder billige Raspberry Pi schaffen. Genau, und damit wird halt die gesamte Anlage gesteuert. Das Witzige ist, wenn die Blume an ist, kann ich jetzt hier ein paar Mal schalten und es damals drastisch beschleunigen. Sollte man natürlich jetzt nicht so oft machen, weil wie gesagt, dann, ja. Mach's irgendwann clear. Ja, sieht man schon, ja, richtig, richtig Speed hier. Also richtig viel Aktion. Normalerweise ist nicht so viel Action. So, gucken wir mal. Hier hinten ist 3,5er. Das Problem ist halt, da sind wir halt noch lange nicht. Der Stuff hängt gerade überall. Wo hängt denn der? Tja, was ich noch brauchte, wäre eine Anzeige, wo aktuell das Höchste ist. Alter, ist ja noch gar nichts. Das Maschinenchen kann auch noch Jahre laufen, bevor hier irgendwas passiert. Ah, okay, wir sind schon bei 2,2. Ist schon bei 2,1 was drin? Ja, okay, das heißt, das ist das nächste. Ja, hier, okay, hier ist leer. Ah, verdammt. Ja. Das Problem ist halt, es wird halt von Schritt zu Schritt immer halb so schnell, ne? Das heißt, dadurch, dass hier immer 1 hochgeht und 1 runtergeht, müssen hier 2 reinkommen, damit hier wieder einer reinkommt. Dann muss wieder 2 reinkommen, damit hier noch einer reinkommt, damit hier 2 drinne sind. Und erst wenn hier 2 drinne sind, ist hier einer drinne. Ja. Das heißt, es wird von Stufe zu Stufe immer halb so schnell. Da kann man sich ja ausrechnen, wie lange die Maschine laufen muss, damit hier 3,3er Stuff unten rauskommt. Das wird noch Jahre dauern. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, und so sieht man, ne? Ab und zu huscht hier einer vorbei. Jetzt hier einer, hier noch einer. Da noch einer. Oh, der wird gerade abgelenkt. Ne, und so ist die Maschine halt ideal. Ne? Also eingestellt ist sie jetzt auf 10 Hertz. Das heißt immer 5 Sekunden an, 5 Sekunden aus. Und das ist eigentlich so die Geschwindigkeit, wo ich sagen kann, so kann sie eigentlich Ewigkeiten laufen. Ja, genau.
Stell dir mal vor, wir würden das manuell zu Hause irgendwann machen. Es würde halt Jahre dauern. Weil wir waren ja gerade noch bei 1,0. Hier sind wir wenigstens schon bei 2,2. Ich stell dir mal vor, wie es ist. Oh, Alter. Ja, das dauert ewig. Vielleicht sollte ich die Maschine einfach im Hintergrund laufen lassen. Mache ich normalerweise ungern, aber ich glaube, ich lasse die einfach jetzt mal ein paar Jahre laufen. Und dann mal schauen. Was mich halt ein bisschen seltsam formt, ist, dass die Dinger hinten so voll sind. Warum sind die immer so voll, sag mal? Hier, der ist schon fast komplett voll. Warum? Achso, übrigens, bestromt, ne? Man sieht da hier überall schwarze Leitung. Das Ding ist komplett autark. Also, der ist nicht an das AKW angeschlossen, auch wenn ich es erst vorgehabt hatte. Aber das Ding ist tatsächlich komplett autark. Du hast hier überall Solarzellen. Das sind, glaube ich, HV-Solarzellen. Und die gehen dann hier an den HV-Reaktor. An die Schaltanlage, genau. Da sieht man schon, ein einziges Ding hat 162 Kilo EU. Davon haben wir vier Stück. Und die wiederum gehen dann, ne, immer jeweils ein Viertel. Also hier ist ein Viertel, da ist ein Viertel, da ist ein Viertel, da ist ein Viertel. Und die gehen dann immer an ganz viele Transformatoren, weil einer schafft ja nur 10 Kilo EU. Das heißt, um 160 Kilo EU zu transformieren, braucht man halt 16 Stück immer. Jetzt sehe ich gerade, hier ist es richtig. Guck mal, wenn man hier auf die Schrift guckt, hier geht es von HV nach MV. Also, weil ich die hier auch so rum beschaltet habe, genau. Wer weiß, werden wir später sehen. So, egal, auf jeden Fall, genau. Das heißt, ne, geht hier halt von HV dann zu MV. Und bei MV haben wir dann halt da 576 Kilo EU. Ja, ungefähr 160 haben wir ja bei HV, das mal 4. Sind wir also bei 640. Da die Dinger aber eine gewisse Verlustleistung haben, sieht man ja, aus 10 Kilo EU wird nur 9000 EU. Deswegen haben wir hier halt nur 576. Aber es reicht halt voll aus, weil wie man sieht, in der Regel braucht die Anlage 40 Kilo EU, 32 Kilo, also ist selten, dass sie über 100 kommt. Super selten, dass sie über 200 kommt. Und nahezu unmöglich, dass sie über 500 kommt. Von daher, also Energieversorgung ist auf jeden Fall gegeben. Das passt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange das brauchen wird. Damit hier irgendwann mal ganz viele. Ah ne, halt. Damit hier irgendwann mal ganz viele 3,5er liegen. Vor allem bin ich mal gespannt. Wie gesagt, zum einen, wie viele 0,0er hier dann rumliegen. Und vor allen Dingen, was man damit machen kann. Weil mit den 0,0ern kannst du ja nichts mehr machen. Das ist ja Ende der Fahnenstange. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob man damit jetzt irgendwas Sinnvolles machen kann. Okay, die kann man kochen. Und mit denen kann man denn Uraniumblöcke bauen? Ja, aber. Ich meine, klar, die kann man dann als Ziegelblock verwenden. Aber eigentlich, ich meine, Uran ist ja normalerweise toxisch. Das heißt, wenn ich jetzt die Blöcke irgendwo hinbaue, also dieser Block hier zum Beispiel, wenn ich so einen Block irgendwo hinbaue, dann müsste er radioaktiv sein. Also müsste ja Sch Spieler schaden. Und der Block dann nicht, oder wie? Weil da ist ja nichts Uran, also da ist ja nichts Radioaktives mehr drinne. Versteht ihr, wie ich meine? Genau, man kann aus dem Rohstoff was bauen, aus dem angereicherten und aus dem Restprodukt. Wobei natürlich viel mehr Restprodukt ist als alles andere.
Das ist schon echt krass. Okay, die Kiste ist zumindest schon mal fast geleert, weil hier werden ja auch immer nur pro Taktzyklus werden ja auch immer nur zwei Dinger rausgenommen. Das heißt, bis die Kiste leer ist, dauert es eine Weile. Aber ist ja auch richtig so, denn sonst würde ja wieder die Rohrleitung überlastet werden. Ich meine, man sieht schon, die Öfen sind noch gar nicht so ausgelastet. Das heißt, ich könnte hier tatsächlich noch ein bisschen hochgehen. Weil der Knackpunkt sind immer hier die hinteren, die Dinger. Ne, weil hier ist halt das 0,7er Zeug, also das, was halt frisch reinkommt. Und die Benachbarten sind halt dementsprechend auch die, die am aktivsten sind. Also er und seine Nachbarn sind halt, je näher die Zahl an der 0,7 dran ist, desto aktiver ist der Ofen. Und wenn die Rohre halt schneller Zeug nachliefern, als die das Zeug abarbeiten können, dann sind genau diese drei Öfen immer die Schwachstelle, wo es dann immer knallt. Bei den anderen geht es eigentlich immer. Ne, weil, wie gesagt, wird da von Zahl zu Zahl immer seltener. Aber wie gesagt, die drei sind halt so aktiv, dass es dann bei den drei immer knallt. Ja. Hier wird auch schon wieder etwas abtransportiert. Komma 0,9er. Oh ja. Da die ist schon krass. Und die sieht man schon. Der kommt gerade so hinterher, ne? Da wird so schnell Stoff nachgelegt, dass er auch gerade so hinterher schafft. Deswegen hat er gerade 4 drinne. Ich meine, jetzt ist sowieso ein bisschen weniger, weil er hier jetzt gerade andere Dinger nach. Normalerweise kommt er von hier immer nur 0,7er. Jetzt kommt er hier diverser anderer Stuff. Sobald er wieder 0,7er kommen, dürfte das da hinten wieder wesentlich mehr ausgelastet werden. Denn genau, die kommen alle hier bei den ersten Pallen. Das heißt, bei denen müsste man das ein bisschen mehr Aktivität sehen. Ja, hier 13, hier 43, ja, das sind jetzt die gerade geleert wurden. Genau, hier die ganzen 5er, wovon wurde es gerade geleert. Jetzt gleich wieder 2. Das heißt, als nächstes kommt die 0,4er. Das müsste also dann der hier sein. Genau. Ja, siehst du, ich könnte ja eigentlich mal Schilder drüber basteln, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. Warte mal ganz kurz, das mache ich mal. Science. Funktionieren die Dinger? Die hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Die sind relativ neu, soweit ich weiß. Die Frage ist, mache ich das da drunter oder da drüber? Ich würde ja fast sagen, da drunter. Weil hier habe ich ja auch da drunter, ne? Das war jetzt 0,1. Ah, cool, man kann es wirklich lesen. Das ist nicht schlecht. Die könnte ich dir eigentlich auch austauschen, ne? Probier es nur gerade mein Inventar zu voll, ganz ehrlich. Weg damit. Weg damit. Das hier ist ja sowieso mein ganzer Test-Stuff, um die Anlage zu testen. Ist also eher alles ercheatet. Ist ja klar. Ist ja hier mein Admin-Konto. Die ganze Anlage hier ist natürlich ercheatet, ne? Also ich hab, um die Anlage hier zu bauen, nichts irgendwie abgebaut irgendwo. So viel Stahl, wie ich hier verwendet habe, gibt es wahrscheinlich auf der gesamten Map nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ne, von daher. So, genau, hier war nämlich Eingabe-Input. Achso, steht ja auch da oben. Ignore. Ingot pro Kompressor. Dust Furnace und Ausgabe-Output. Könnte ich eigentlich auch neu machen, die Schilder. Erstmal mache ich aber hier. Ich baue jetzt erstmal die ersten Schilder auf. Glaubt man, geht so schneller. Wie spät?
Oh, 25. Hey. Und ja, ich baue hier nichts mit meiner Admin-Axt ab. Auch wenn die super schnell wäre. Aber genau deswegen macht man damit auch seine Anlage ultra schnell kaputt. So. Die mache ich aber doch. Bist du? Ratzfatz. So. Ausgabe. / Output. Sieht das so gut aus? Ja, sieht gut aus. So. Eingabe. / Input. So, jetzt kommen hier die ganzen schwierigen Wörter. Ich meine, gut. Wie man das schreibt, ist ja noch relativ simpel. Mache ich das zweizeilig? Ja. Kompressor. Aber bei dem Wort hört es dann auf. Phonens. Okay, das sollte ich hinbekommen. So, ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Wenn nicht, gehe ich mal kurz sterben. So, ja, jetzt geht's hier nämlich los. Ganz ehrlich, mit der Mail. Bis der irgendwann mal fertig ist. Achso. Mit S hinten. Ach nee, Inbox. Ich schon wieder. Inbox. So. Die Zahl, bis ich die mal wieder brauche. Da wäre es sinnvoller, mir dann irgendwann mal das Display wieder anzugucken. So, hier ist jetzt 0,2%. 0,3%. 0,4%. 0,5%. So, kann ich eigentlich irgendwas? Macht das Sinn, hier was drauf zu klatschen? Oh. Kann ich gar nichts drüber machen. Schade. Na gut, ist aber hässlich, da so ein. Ja, siehst du, ist ja. Ah, gut, nee, doch. Müsste ja. Ja. Das sieht halt super behindert aus. Lass mal nicht machen. Und davor ist halt auch blöd. Ah ne, genau, davor geht da gar nicht, weil der Schalter gehört ja zu dem Block. Hier könnte ich was hinbauen, deswegen ist ja auch hier das Rohr, weil das funktioniert, weil das. Weil dieses Draht hier existiert gar nicht als Block. Sondern wenn hier ein Block ist und hier da dieses Ding ist, wird hier automatisch ein Draht generiert. Dementsprechend ist das kein Block, also kann ich hier was anderes hinbauen an der Stelle. Aber da ist halt schon was, und zwar das Rohr. Deswegen kann ich da jetzt kein Schild noch zusätzlich hin machen. Ich meine, gut, dass es der Ein- und Ausschalter ist, ist ja eigentlich offensichtlich. Ich schalte es einfach da hinten hin. Schreibe ich Power oder? Tja, ich mach mal. Ja. Ja, wobei IO klingt jetzt hier eher nach Input-Output, ne? Als nach an aus. Ich mach mal ohne. Achso, oder? Warte mal kurz. Immer hier. Wenn der Schalter oben ist, ist es on. Wenn der Schalter unten ist, ist er off. Genau. On, off. Ja, so ist das. Idiotensicher. So, da müsste jetzt 0,8er drin sein. Ne, halt 0,9er, 0,8er ist ja nach hinten.
sind ja immer 9 rein. So, 0,9. 1,0. Vor allem, dass ihr auch immer erstmal reinklicken muss, damit er den Fokus hat. Da ist nicht sehr fokussiert. Es wäre natürlich noch schöner, wenn die Schriftgröße sich automatisch anpassen würde, dass wenn man dann nur 4 Zeichen reinschreibt, die Schrift dann automatisch größer wäre. Ja, man kann ja halt nur die Farbe auswählen, aber nicht die Schriftgröße. Das ist natürlich ein bisschen egal. Ich meine, das Schöne ist zumindest, es ist genauso wie bei den alten Schildern, dass man auch noch hier den Text zusätzlich hat. Das geht zum Glück. So, nochmal verifizieren. 1,3, genau. Das heißt, hier haben wir dann 1,4. Ja, ab und zu mal nachgucken, ob das, was man schreibt, auch stimmt. Kann nicht schaden. So. Ab hier können wir jetzt nicht mehr verifizieren. Das heißt, jetzt müssen wir hier hinten nachgucken. Es ist 2,7. Ja, genau. 3,4 ist die letzte Stufe, weil ab 3,5 geht es ja in die Kiste. Genau. Macht voll Sinn. So, und hier oben müsste dann 1,8 sein. Komme ich da ran? Nee, ne? Genau. So, noch 2 Schilder. Perfekt. Dann haben wir jetzt alles offiziell beschriftet, so dass man es auch immer schön lesen kann. Oh, wollen wir bloß mal warten. Das Schöne ist halt, dadurch, dass hier Mesecon ist. Ich weiß nicht, Pipework macht es, glaube ich, auch. Aber mindestens Mesecon oder nee, andersrum. Eben, mindestens Pipework macht es, dass es den Block hier aktiv hält. Das heißt, solange wie die Anlage hier eingeschaltet ist, wird dieser Block auch dann als aktiv gehalten, wenn kein Spieler da ist. Das macht die Sache sehr, also, ne, damit funktioniert sie auch, wenn keiner hier ist. Also halt sehr praktisch. Ja. Das heißt, wir können das einfach hier ausloggen, wobei, ja doch, eigentlich schon. So, und dann habe für diese Folge doch schon ein bisschen was geschafft. Wir haben Schilder erstellt. Yay. Ja, bis zur nächsten Folge.